Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, du siehst ein Paket, es gibt ein Haul. Wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und das hier wird ein Flaconi-Haul werden, weil dieses Paket kommt von Flaconi. Steht nicht drauf, ist es aber. Ich habe ein Newsletter bekommen und dann stand da 20% auf alles, außer reduzierte Ware und so. Und dann gab es tolle reduzierte Ware. Ja, zack, bestellt. Ne? Machen wir das Ungetüm hier mal auf. Das sieht auch schon mal ganz fein hier drin aus. Also wir haben hier Verpackung, die bei mir auch übrigens immer weiterverwendet wird. Ne? Ich heb die immer auf und dann wenn ich Verlosung habe oder wenn ich irgendwo Pakete hinschicke, die wird immer wieder weiterverwendet. So, dann, was soll ich sagen? Es ist eine kleine Paletteneskalation, die ihr hier jetzt vorfinden werdet. Im Prinzip hatte ich gerade mein Lidschattenpaletten-Video für euch abgedreht und dann bestellt. Weil ich mir gedacht habe, nee, du hast nicht genug, nee. Oh Mann, das ist der größte Fail ever. Egal, trotzdem sind es schöne Schmuckstücke, die ich hier habe und die ich euch gerne zeigen möchte. Ich werde euch dann immer die Swatches einblenden, weil ich, wie gesagt, wie ihr seht, bin ich ja schon geschminkt. Das habe ich mit euch zusammen in diesem Video hier oben gemacht. Und wir gucken mal, was ich so habe. Und zwar von Essence, die Glamo Camo Palette. Das ist tatsächlich eine Palette, die hatte ich auf dem Kanal von dem lieben Maxim Giacomo gesehen. Und da hatte er auch gesagt, Mensch, die ist nur online verfügbar, total blöd. Und da habe ich mir gedacht, ach, die ist nur online verfügbar. Dann wandert sie in meinen Warenkorb. Sehr interessante Töne, mal etwas ganz anderes. Du hast hier die grünen Töne und das hier oben, also würdet ihr jetzt nur dieses hier sehen, würdet ihr sagen, ja gut, klassisch Claudi, ne? So hat sie ihre Töne immer. Aber wenn dieses Grün dazu kommt, das ist der helle Wahnsinn. Und da habe ich richtig Bock drauf. Das möchte ich auch mal austesten. Da hast du matte Töne, schimmernde Töne auch ein bisschen, ne? Also wie gesagt, ich blende euch jetzt mal Swatches ein. Also eine richtig tolle Palette. Habe ich Bock drauf? Ja, da hat Maxim mich angestiftet, du Schlingel, du. Auch von Essence habe ich mir hier die Follow Your Heart Palette bestellt, weil die so unfassbar toll sein soll. Und immer wenn ich die bei uns im Laden kaufen wollte, war die angeditscht oder wie auch immer. Ich habe sie halt gar nicht mehr bekommen. Und jetzt habe ich sie da gesehen und mir gedacht, geil, mitnehmen. Und so sieht die aus. Die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das sind halt wirklich die klassischen Claudi-Töne, die ich halt immer so habe, die ich verwende. Aber die soll so geil sein, da kannst du nicht nein sagen. Mm-mm. Auch nicht zu dem Preis. Mm-mm. Das geht dann einfach nicht. Um jetzt gerade mal so ein bisschen abzuschweifen und nicht nur Lidschattenpaletten zu zeigen, habe ich jetzt hier noch zwei Gratisproben dabei. Ja, auch die kommen in meine Probensammlung mit rein. Sind wieder Gratisproben, ne? Naja, einmal von Tiffany & Co. das Sheer Eau de Toilette. Und von Gucci Bloom Nettare di Flori. Habe ich hier auch noch eine Parfümprobe mit dabei. Und das sieht so aus. Allein die Verpackung ist ja schon mal richtig cool. Und so sieht das Parfüm aus. Optisch mega. Geruch, mal gucken. Wenn es in meinem Probenprojekt landet, dann werden sie auf jeden Fall auch mit ausgetestet. So, auch von Essence habe ich mitbestellt Brush Sleeves. Ich hatte euch das in meinem Aufgebraucht-Video auch schon gezeigt. Also ich verwende die unheimlich gerne. Deswegen werden auch die mitverwendet werden. Also ich habe davon ein Set und das ist jetzt mein zweites, weil ich oft habe, dass ich dann mehr als nur diese 10 Pinsel habe, weil ich sammle halt immer. Und dementsprechend, ja, werden die auch mitverwendet. Passend zu diesem Pinselgedöns habe ich mir das hier bestellt. Sieht man nicht. Von Sigma. Sigma Beauty. Eigentlich sollte da auch irgendeine Gratiszugabe mit bei sein. Ist die da vielleicht drin?
Oder haben die vergessen, das dabei zu legen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das so ein Pinselbaum, wo du dann deine ganzen Pinsel dran aufhängen kannst und dann trocknen die. Richtig cool. Okay, den muss man jetzt erstmal zusammensetzen. Dann habe ich das. Und dann habe ich das kleine. Zwei Röhrchen. Eine Zusammenbauanleitung. Ich baue das mal eben kurz zusammen. So sieht der Pinselbaum aus. Nee. Irgendwas habe ich falsch gemacht. So sieht das aus. Ja, ich glaube, so muss der auch aussehen. Ja, genau. Das heißt, wenn du hier diese Pinsel reinmachst, dann hast du hier unten diese, wie heißt das denn? Dass du dir im Prinzip das hier sparen könntest. Aber ich wollte mal gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil das müsste dann ja im Prinzip die Feuchtigkeit aufnehmen. Aber wir schauen uns das mal an und ich finde es auch einfach schön und dekorativ und so weiter. Ne? Gefällt mir. Und die Gratiszugabe gab es bei dem Ding offensichtlich nicht. Ich dachte, das hättest du gegeben. Stand irgendwie ab 30 Euro oder ab 20 Euro oder so, bekommt man so ein Pinselreinigungsvieh dabei. Naja. So, dann habe ich hier die nächste Palette, die ich gerne mit euch einmal öffnen möchte. Und zwar ist das von Catrice, die Glamazing Palette. Das war, ich weiß es nicht, auch irgendwie so eine Special Edition oder sowas. Und die musste auch mit. Also ich glaube, die war auch noch reduziert und sowas alles. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hast du hier diese ultra coolen Farben. Ich meine, guck dir die mal an. Und da ich jetzt ja von meinen Lidschatten eine Lidschattenpalette aussortiert habe von Catrice und das war meine einzige, hatte ich keine mehr. Und da ich demnächst mit euch ein Fullface Catrice schminken wollte, habe ich mir gedacht, du brauchst Lidschatten. Definitiv. Und ja, das ist auf jeden Fall für dieses Video auch, unter anderem. Und weil ich sie unheimlich cool finde, ich meine, das sind ja richtig krasse Farben. Also hier seht ihr jetzt mal die Swatches. Also wie ihr seht, das sind halt richtig, richtig interessante, geile Farben, ne? Ich weiß nicht, ich glaube, das sind alles irgendwo schimmernde Töne, richtig matte Töne sehe ich da nicht mit bei. Aber auch damit kriege ich einen richtig geilen Look hin, glaub mir. Notfalls nehme ich mir noch einen Bronzer als matten Ton dabei, keine Ahnung, ich bin da ja ganz kreativ. Aber ultra cool. Na! So, dann habe ich hier noch den Glazed Donut Highlighter. Ja, ich habe euch auch meine Highlighter-Sammlung gezeigt. Ja, ich habe eigentlich ausreichend, aber ich möchte gerne mein ganzes Leben highlighten. Und der hat mir definitiv noch gefehlt. Alle haben darüber geredet und geschwärmt und gesagt, wie toll der ist. Und da habe ich mir gedacht, komm Claudia, jetzt ganz im Ernst. Ne? Er ist weiß. Und der ist schön. Das ist ein schöner. Das ist wirklich ein schöner. Ein relativ dezenter, aber der lässt sich, wie ich gehört habe, aufbauen. So dass es halt ein ordentlicher wird. Ne? Guckt euch das an. Das ist einfach weiß, geiler Schimmer. Und ich mag sowas. Gefällt mir. Freue ich mich drüber. Yay! So. Und wie immer, Leute, ne, ihr kennt das von mir. Ich hebe mir das Herzstück doch gefühlt immer bis zum Ende auf. Ja. Ich habe ja schon eine Luvia Cosmetics Palette und finde die schon total super. Und ich wollte mir. Ja. Das ist cruelty-free and vegan. Also tierversuchsfrei und vegan. So. Und das ist schön. Luvia hat so eine geile Pigmentierung von den Lidschatten. Und die sind immer so gut eingepackt. Und das ist mir alles sehr sympathisch. Und hier ist sie. Color Glam Eyeshadow Palette. Criminal Shades Volume 1. Das ist so eine schöne Verpackung. Ich meine, wer macht das sonst? Das siehst du sonst nicht oft. Das ist der Wahnsinn. Wie unfassbar liebevoll die ihre Paletten einpacken, oder? Ich bin da wirklich begeistert von. Schaut euch die doch einfach mal an. Die ist wunderschön. Dieses. Oh, natürlich siehst du da alle Fingerbatscher drauf, aber da muss man die halt sauber machen. So.
Und das hier sind die Farben. Das nenne ich mal extrem. So bunte Lidschattenfarben habe ich noch nicht. Ihr habt euch die gewünscht. Hier ist die Palette dazu. Ne? Ja, werde ich auf jeden Fall mal mit euch testen heute nicht, weil, ne, ihr seht, ich bin schon geschminkt. Werde ich aber auf jeden Fall testen. Das sind matte Paletten. Ach Quatsch, matte Farben. Das sind schimmernde Farben. Richtig, richtig schön. Ihr seht jetzt die Swatches mal. Also von daher, da kannst du ordentlich was rausholen, ne? Ist das nicht wunderschön? Oh. Ja, was soll ich sagen? Mich hat einfach dieser ganze Rabatt- und Sale-Kram angefixt und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Und dann habe ich einfach mal meine Sammlung ein bisschen erweitert und sie wird sich noch mehr erweitert, denn ich habe ihn noch woanders bestellt und das werdet ihr demnächst auch noch sehen. Aber naja, das ist auf jeden Fall jetzt so das, was ich euch gerne zeigen wollte, was ich jetzt so bei Flaconi mir bestellt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.